Ja, wir wollen aber unbedingt noch mehr technische Neuigkeiten, absolut, denn hier geht es ja um Innovationen. Thorsten Knippertz, unser Technikexperte, du hast uns eine Menge mitgebracht. Was ist das denn hier so? Das hier, wenn du genau hinschaust, ist ein schwebender Bluetooth-Lautsprecher, tatsächlich von LG. Das Ding schwebt hier mittels eines magnetischen Feldes, ja, und wenn der Akku leer ist, senkt er sich automatisch ab und dann ist das hier gleichzeitig Ladestation und Subwoofer in einem. Also, wenn du starke Bässe haben willst, dann brauchst du das. Du kannst aber auch dieses Gerät mit deinem Handy verbinden und hast dann einen Bluetooth-Lautsprecher, den du mitnehmen kannst. Das fliegt mir aber nicht um die Ohren. Nee, ich hoffe nicht. Natürlich klingt nicht. Klingt es denn auch besser oder ist das nur so zum Gutaussehen? Nee, das klingt richtig gut. Hier auf der IFA ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu laut, um das darzustellen, aber ich habe es mir angehört, das klingt richtig gut. Was auch richtig gut klingt, vielleicht hört man es hier, ist die Musik aus dem Helm. Du hast einen Fahrradhelm, den kannst du dir aufsetzen, bist dann auch per Bluetooth mit deinem Handy verbunden. Und entweder bedienst du den Helm dann mit so einer kleinen Fernbedienung, da kannst du weiter skippen, wenn du eine andere Musik hören möchtest, aber du kannst mit der Fernbedienung oder mit dem Handy auch dafür sorgen, dass der Helm, so, guck genau hin, blinkt für dich. Du kannst nach rechts und links blinken, hier auf dem Handy drücken und das Ganze ist natürlich alles unter dem Thema Sicherheit, sicheres Fahrradfahren. Der hat tatsächlich hier einen IFA-Preis gewonnen und bekommen, das ist die neue Version. Muss man sich auch erstmal trauen zu tragen, aber ja, sieht schick aus. Ja, oder? Was hast du noch uns mitgebracht, so, die Spielereien? Dann habe ich euch noch etwas mitgebracht. Das hier ist ein Wecker. Sieht auf den ersten Augenblick nicht so aus, aber riech mal dran. Oh, das duftet. Nach? Nach Jasmin. Ganz genau. Gibt es in drei verschiedenen Duftrichtungen diesen Duftwecker, Jasmin, Lavendel und Orange. Zum Ein- oder Einschlafen oder Aufwachen, je nachdem, was du möchtest, musst du diese Geruchskartusche einfach einschieben. Oh, und ich bräuchte Espresso, glaube ich. Gibt ja hier auch Connected Espresso-Maschinen, ne? Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber dafür habe ich euch was anderes mitgebracht, nämlich... Das hier, das kann man umbauen. Das ist eine Drohne, wie unschwer zu erkennen ist. Mittlerweile kennt man die ja schon, aus Styropor mit verschiedenen Sechsecken. Aber diese Sechsecken, die kann man abmachen. Ja, kann ich hier einfach umbauen. Mhm. Und wenn ich möchte, sieht das Ganze so aus, wie das, was jetzt hier auf dem Boden gleich fahren wird. Das kann nämlich nicht nur in der Luft fahren, sondern auch auf dem Boden. Hier bei uns kann man tatsächlich als Boot oder als Fahrzeug benutzen, auf der Straße, auf dem Wasser oder eben auch in der Luft. So, jetzt muss man ich das Ganze mal umbauen. Totales Männerspielzeug. Der hat sich total in Begeisterung geredet, in Rage. Wartet, ich zeige euch, dass das Ding auch fliegen, habe ich mir sagen dass das tatsächlich auch fliegen kann. Einfach umbauen, ja, dann nehme ich das Ganze hier mal ab, mache so, so und so. Aufpassen, dass die Rotoren nicht zur kommen. Drohne. Und dann wird es zur Drohne und sollte tatsächlich dann auch fliegen können. Fliegt es? Na, auch beim schon? Fernsehen klappt nicht alles. Andersrum so, vielleicht. Mal gucken. So. Da ist unser... kommen Sie ruhig rein. Er steuert das Ganze nämlich. So. So, das ist der Vorführeffekt tatsächlich. Ja, aber Klassiker. Währenddessen kann ich euch was zeigen. Was ist jetzt nichts ganz Neues, aber wir kennen das noch. Die Älteren unter uns. Ein Handys Handy? Mit Tastatur, dass man auch unterm Tisch so... tasten kann und dann gibt es über diese Tastatur die Möglichkeit zu scrollen. Jetzt aber der Beweis, dass dieses Ding tatsächlich fliegen kann. Jawohl. Los geht's. Und einmal nach oben. Sie fällt uns an. Nochmal. Gut, ja. Wir testen das ein anderes Mal. Wir kommen jetzt nämlich zu einem anderen Thema und zwar, was ja auch ein Trend ist, das sind ja die Virtual Reality Brillen. Wäre was für dich, so mal Urlaubsorte angucken? Urlaubsorte fände ich schön, aber noch besser fände ich, glaube ich, so eine virtuelle Brille mit Live-Konzerten. Ich glaube, da bin ich hautnah dran. Ja, das gibt's jetzt und das schauen wir uns mal an.